Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Contractville. Ich habe mir erlaubt, mal Teppiche noch hinzulegen, also zumindest jetzt hier in dem Zimmer und dann hier oben habe ich mal einen hingelegt, weil der gefehlt hat und ich würde sagen, wir machen heute einfach mal Stück für Stück weiter. Am liebsten würde ich zuerst mal diesen Raum hier noch fertig machen. So, und das war ja das Gaming-Dingsbums-Zimmer, um welches es ja hauptsächlich geht. Und da würde ich gerne mal weitermachen. Jetzt muss ich noch mal gucken. Heizkörper habe ich noch gekauft, genau. Gaming Room. Okay, dann nehmen wir mal das Zeug mit und packen das da unten hin. Ich meine, für einen Gaming-Stuhl ist es jetzt halt natürlich ein wenig zu früh. Das sollte ich erst einmal den Tisch her tun. Mal gucken, wie viel ich hier mache. Also, ob ich hier wirklich jetzt jedes Zimmer einrichte mit den richtigen Möbeln und so weiter, das muss ich mal gucken. Aber es bringt halt Erfahrungspunkte und es bringt Geld, ne? Das darf man wirklich nicht vergessen, dass das... Warte mal, was habe ich jetzt da? Ach so. Oh, das ist der Schreibtisch. So, den packen wir jetzt einfach mal dahin. Jawohl. Dann tun wir den Stuhl, der Ultra natürlich hierzu passt, ganz klar. Stellen wir jetzt da hin. Keine Ahnung. Naja, gut. Na gut, das sind halt Spieleentwickler, die ja haben halt solche Ideen. So, was habe ich denn jetzt da in der Hand? Einen Sessel. Sesselplatz neu. Hier ist ja, glaube ich, nichts mehr, oder? Hä? Sofa? Hier soll ein Sofa rein? Also ein Heizkörper, ja, den kann ich noch installieren, aber wo soll denn da das... Ich meine, gut, da kann ich vielleicht das Sofa hinstellen, aber ich weiß ja nicht, ne? Sofa. Wir müssen... Genau, wir müssen einige Möbel extrahieren, deswegen stellen wir am besten mal die anderen Sachen einfach daher. So, was haben wir hier? Das Doppelsofa. Das macht ja eigentlich dann hier... Am meisten Sinn, ne? Stellen wir natürlich erst einmal daher. So, was haben wir hier? Sessel. Hier laufen wenigstens auch mal ein paar Fußgänger und sowas, ne? Wobei viele immer wie festgenagelt an manchen Plätzen stehen. So, Kaffeetisch. Der Table. Jawohl, einfach da drauf. Und dann haben wir noch Heizkörper. Okay, nimm mal beide mit. Dann machen wir nämlich jetzt halt einen zumindest hier rein. Der kommt einfach jetzt halt hier an die Wand. Zack. Das passt schon. Dann war hier noch ein Heizkörper, seltsamerweise. Aber ist in Ordnung. Machen wir hier einfach hin. Dann haben wir das da. Dann werden wir mal ein paar Sachen extrahieren. Wobei, warte mal. Sofa. TV-Einheit. Okay. Weg damit. Kommt gleich aufs Auto. Da haben wir nichts mehr. So, was ist denn mit dem Zeug hier? Da steht neue. Dekorationsartikel, okay. Also die Sachen, die stelle ich dann natürlich hier draußen noch mit hin. Die würde ich gerne in den Karton reinpacken wollen. So. Weil es eben halt auch jede Tasse ist, ne? Die da separiert in dem Karton ist. Aber ich finde es schon okay. Also stören tut es mich nicht. Hält halt ein bisschen auf, ne? So. Warum drehst du dich? So, ist wunderbar. So, der Fernseher, der muss auch weg. Gut. Gleich da rein. So, dann die TV-Einheit.
Ja, ist manchmal ganz interessant, einfach mal zu gucken. Aber wenigstens stehen die nicht da und trinken ein Bierchen, sondern irgendwie eine Limo oder irgendwas. So. Dann der Teppich ist in Ordnung. Das Zeug ist ja auch in Ordnung. Staubsauger. Okay, also wir brauchen den Kaffeetisch und das zwei Sofas, ne? Sessel, Doppelsofa. Du kommst mit. Dankeschön. Ah ja, stimmt. Dieses puffige Ding hier. Dann Sessel. Sessel, Sessel. Wunderbar. Stellen wir jetzt einfach mal hier so geradlinig rein. Ich glaube, ich habe die TV-Einheit eben nur noch nicht. Was bist du? Der Kaffeetisch? Tauch doch. Gib her. Geh her. Nimm. So, einmal dann den hier noch hin. Dann brauchen wir den Live-TV und eine TV-Einheit. Schauen wir mal. Schreiben wir mal hier rein, TV. TV-Einheit. Okay. TV-Einheit Bestand 1, 1260. Ich würde sogar sagen, dass wir den nehmen. Und dann noch den Fernseher, ne? Das heißt also, das muss ich sowieso liefern lassen. So, und der kommt dann natürlich dahin. Oh Gott, ist der klein. Ich habe jetzt gedacht, das wäre halt größerer Schrank oder sowas, aber das ist ja gar nichts. Das ist, naja, gut. So, dann noch ein Live-TV. Ja, schauen wir den günstigeren. Live-TV, Live-TV. Dann nehmen wir jetzt halt einfach mal was günstigeres, weil wir brauchen ja da nicht. Ach nee, Luxuspunkte 3. Ja, ist okay. Dann halt den hier. Dann können wir gleich noch das Computerzeug kaufen. Tastatur und Maus. Also irgendwas Kombiniertes, aber mit 4 Sternen. Okay, dann heißt, ich muss wieder in den anderen Laden rein. Dann brauchen wir den Moni. Tor mit mindestens 3 Sternen, alles klar. Und PC mindestens 3 Sterne. Boah, 4500. Heftig. Also brauchen wir nur noch Tastatur und Maus. Ist in Ordnung. Alle kaufen. Fracht senden. Ja. Dann gehen wir mal hier rein. Tastatur und Maus, mindestens mit 4 Sternen. Ja gut, dann nehmen wir dann das Testing hier. Naja, wem es gefällt. So. Das ist der Live-TV, jawohl. Genau, den wollte ich jetzt als erstes. Weil der kommt jetzt halt natürlich dahin. Na logisch, mit dem Bild zur Wand. Aber auf jeden Fall schön weit hinter. Oder, ach, den kann ich sogar aufhängen, ne? Dann machen wir das. Zack. Dann ist das. Möbel kaufen. Runder Teppich. Okay. Jetzt ist nur die Frage, ich habe doch da einen runden Teppich. Muss dann nochmal. Hier hinten ist ja nichts, ne? Das Ding ist in Ordnung. Hier habe ich die Dusche wieder raus. Das interessiert mich nämlich jetzt halt auch nicht mehr. Das Bad lasse ich jetzt sein. Das war nichts von den Hauptaufgaben. Die Dusche habe ich hier unten rein. Die habe ich jetzt halt hier hingestellt. Da passt sie irgendwie besser. Und die Toilette, die war vorher hier an der Wand, die habe ich jetzt halt einfach dahin gedreht. Das habe ich noch so
zwischenrein mal schnell gemacht. Okay. PC, genau. PC-Zeug, das kommt da unten rein. PC-Elektronik. Ich will halt endlich auch diese Hauptaufgabe da oben abschließen, ne? Das ist auch klar. Der Lüfter nach hinten, bitte. So, bist du der Monitor? Moni, Moni, Moni. So. Und wo ist die Mitte? Ungefähr da ist die Mitte. Passt schon. Dann noch die ultraspacige Tastaturmaus. So. Okay. Naja, gut. Heizkörper und Dekorationen. Heizkörper habe ich keinen mehr, ne? So, Edge. Wir nehmen den. Da kaufe ich jetzt nicht nochmal welche. Dann mache ich den da hinten an die Wand. So, und dann steht hier noch drei Dekorationen. Da muss ich mal gucken, was ich mache. Auf jeden Fall, die Dinger hier müssen noch hier wieder platziert werden. Das heißt, ich habe wieder was geklaut. So, mir auch egal, ob da jetzt zwei Runde gestanden sind oder nicht. So, was haben wir da noch? Eine Zeitung, jawohl. Eine alte. Und noch ein Tesla. Wunderbar. Weil dann haben wir nämlich das hier auch fertig. So, dann brauchen wir noch für den Gaming drei Dekorationen. Aber was nehmen wir als Deko? Wir gehen mal hier Möbelhaus. Deko. Wir machen eine Uhr. Wir machen eine Pinnwand. Jetzt. Wir machen eine Pinnwand und wir machen Play Pause. Genau. Schauen wir mal. Das müsste ja normalerweise als Dekoration zählen. Hoffe ich mal. Vielleicht sind es auch in drei kleinen Kartons, das wäre super. Nein, ist es natürlich nicht. So, da haben wir die Pinnwand. Pinnwand machen wir dahin. Achso, ja, dann gib halt her den obrigen Artikel. Schauen wir mal, ob das passt jetzt mit der Deko. So, einmal Uhr. Zählt. Dann haben wir einmal Play Pause. Und das war's. Für das, dass das jetzt ein großer Karton war. Das war doch der große Karton, oder? Naja, ist egal. So, Möbel kaufen, Gaming-Studio. Warum ist es jetzt immer noch runter? Warte mal, wir gehen mal ganz nach oben. Wir haben hier im Grunde alles. Nur eben diesen einen Müll kaufen, runter Teppich. Aber wo soll der hin? Ich meine, ich habe ja den runden Teppich gekauft. Das Zimmer haben wir jetzt jedenfalls fertig. Da können wir Licht aus. Tür zu. Dann gehen wir noch mal auf Online-Geschäft, Möbel. Der Teppich. Runder Teppich. Ab in den Wagen damit. Ja, Frachtzenten bitte. Bitte, bitte.
Aber jetzt muss ich mal gucken, wo der hingehört, weil der muss ja anscheinend an irgendeinem bestimmten Platz gehören. So. Hier jedenfalls nicht. Hier steht auch nichts mehr von unter Teppich. Hier auch nicht. Das kann jetzt ja dann höchstens noch oben sein. Da haben wir alles. Hier steht auch was von Teppiche. Platzieren wir halt den einfach mal hier. Unter Teppich. Dann lass uns mal nach oben gehen. Weil da oben ist ja auch noch das ein oder andere Chaos. Kinderbett, Garderobe ist aber uninteressant. Gehört nicht zum Hauptauftrag. Bett, Garderobe im Gästezimmer geht uns eigentlich auch nichts an. Können wir auch raus. Oh Mann, da ist gar nichts. Bleibt dann gleich draußen. Mach dann halt deine Taschenlampe an. Da haben wir alles fertig. Platz. Also irgendwie ein Teller oder, nee, oder ein Stuhl oder irgendwas. Nee, es ist zu verwirrend, weil jetzt habe ich da stehen runder Teppich. Ich habe eigentlich runde Teppiche gekauft. Der runde Teppich hier ist neu. Ich muss hier auch nichts weiter machen. Warte mal, was war denn das für ein Zimmer? War da irgendwas gestanden? TV-Raum. Wir sind im TV-Raum. Oder soll ich hier nochmal? Warte mal, dann nehme ich aber den runden Teppich, den ich jetzt da hingelegt habe. Und platziere den jetzt halt hier noch zusätzlich mit rein. Das ist mir egal. Ah. Okay. Ganz komisch. Ganz komisch, ehrlich. Ja, tschüss, abschließen. So, Interaktion. Wir haben zumindest das alles. Wir kriegen 63 oder 53. Das ist so diese dünne schwarze Schrift auf dem dunklen Grün. Ich glaube, 53 sind es, ne? Erfahrung, kommt, mach einfach fertigstellen. Yay! Benachrichtigung, ein paar Tage frei. Verlassene Orte. Schauen wir mal. E-Mails. So. Brauchen eine Frachtlieferung vom Flughafen. Ihre Hilfe würde uns retten. 7500. Geht es dir gut, mein Sohn? Das haben wir jetzt halt quasi gemacht. Nee. Das haben wir nicht gemacht. Veteranenspieler? Ja, aber da kann ich kann es nicht mehr annehmen. Also muss das erledigt sein. Jetzt, das war jetzt die. Wahrscheinlich, ist egal. So, wie läuft's, Alter? Ich lebe und arbeite in der Stadt, aber manchmal brauche ich etwas Abstand von all den Menschen. Je mehr Zeit ich hier verbringe, desto überwältigender wird es, um zu entspannen und abzuschalten. Habe ich eine Wohnung in Port Town. Die Wohnung muss renoviert werden, weil ich in nächster Zeit mehr Zeit dort verbringen werde. Schockwände verändern, Türen ändern, Gipswände, Sockelleisten. Okay. Abreißen für 30.000. Das schaut fast genauso aus, ne? Der eine will es eingerichtet, also die Bilder sind eigentlich gleich. Der auch. Zeit 15 Minuten. Fracht von Cloudsay Luftfahrt zur Polizeiwache. Map. Das heißt wahrscheinlich hier dann irgendwo. Wo auch immer die Polizeiwache ist. Aber wir könnten generell mal hier bei Verträgen gucken, weil da ist, glaube ich, auch ganz nette Sachen dabei. Eine einfache Mission abreißen. 13.5, 13.5, 30.000. Brauche Hilfe beim Ändern einiger Dinge. 2.5, 45.000. Ich muss meine Wohnung renovieren. Details. Zu erledigen der Aufgaben. Gar nichts. Nur das ist ja toll. Läuft eh nur noch 40 Sekunden bei Joshua. Ablehnen. ich brauche eine Reinigung. 30.000 haben wir hier. Mittlere Mission abreißen. Mittlere Mission abreißen. Schmücken. Nee, Abriss ist eigentlich nicht einmal schlecht, ne? Für so viel Geld. Hier 45.000, 45.000. Krass. Aber das ist was zum Planen, ne?
Also auf jeden Fall aufwendiger. Ich denke, wir können mit Abrissarbeiten am schnellsten Geld machen. Hier zum Beispiel Details, Müll sammeln, alte Möbel ausbauen, Wände einreißen. 50 Minuten Zeit. Wir akzeptieren, wir probieren das jetzt einfach mal. So, ist auch anscheinend nicht so weit. Make your light. Weil Abrisssachen, die sind eigentlich relativ easy. Es ist halt nur sehr viel Geklopfe, ne? Oh, hast du gerade gesagt, das ist nicht so weit? Oh, warte mal, da ist ein Haus anscheinend oder ein Grundstück zu verkaufen. Würde mich jetzt mal interessieren, was das kostet. Aber wahrscheinlich richtig viel Asche. Hä? Wo ist denn da das Schild? Ach, hier. Da ist das Schild. Nicht zum Verkauf. Ja, ist okay. For by owner. Aber das sind auf jeden Fall Sachen, die verkauft werden irgendwann mal. Nicht im Verkauf. Ja, ist okay. Aber ich denke, es wird toll, wenn man so große Grundstücke hat. Ich bin mal gespannt, ob man da auch wirklich viel planen kann. Also groß planen kann oder ob das auch wieder nur auf so ein Fuzzi beschränkt ist. So. Wo ist denn das Haus zum Abriss? Ach so, genau auf der anderen Straßenseite. Das Haus abreißen. Ah. Okay, das ist, okay. Das ist ein bisschen mehr Aufwand, definitiv. Deswegen kostet es auch so viel oder bringt es so viel. Wow. Mach dein Licht an. Wir müssen dann sowieso erst einmal oben dann abreißen und dann unten. Vollzimmer ist in Ordnung. Und wir haben für die Mission jetzt nur, steckt es halt ein, 50 Minuten. Ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe. Also ich meine, 50 Minuten kann ich den Part jetzt nicht lang machen. Plus noch dem, was ich jetzt gerade vorher aufgenommen habe. Achso, das ist ein Loch. Habe ich jetzt nicht richtig erkannt. Kann es jetzt endlich mal Tag werden? So. Kann man ja auch mal den Scanner schalten, ne? In welchem Spiel waren das nochmal, wo man den Scanner öfters. Es war, ich glaube, das war bei House Flipper. Da musste man den Scanner immer wieder verwenden, dass man da Erfahrungspunkte bekommen hat. Um dann den. Ein Upgrade zu bekommen. So. Ich schaue jetzt ja gerade nur am Boden, ne? So richtig interessiert die Wohnung überhaupt nicht. Hauptsache schnell, schnell. Schnelli, schnelli. Okay. Hier haben wir, glaube ich, an Müll. Okay. Aber das ist toll, dass jetzt um einiges mehr, also 35 Sachen sind es jetzt, die da reinpassen. Da war doch auch noch mal was gelegen. Da ist irgendwo so ein kleiner Fuzzi. Ach, sieh eine an. Ich denke, die Müllbeutel, die werde ich dann erst zum Schluss zusammensammeln. Weil hauptsächlich ist es hier, dass wir das Zeug einpacken. Und die Müllbeutel, die kann ich auch wegpacken, wenn das Haus abgerissen ist. Viel.
Na komm, schnapp's dir. Da hinten noch. Aber die Möbel, wenn ich abbaue und so und die Türen und so weiter, das werde ich natürlich dann gleich rausbringen. Das Schlimme ist nur, ich kann mir hier kein Loch in die Wand hauen, weil man muss ja immer oben anfangen. Aber das stelle ich zumindest hier raus. Vor allem, ich kann ja 35 Artikel jetzt halt reinpacken, also 35 Müllteile reinpacken. Und ich habe jetzt halt schon einige Beutel gedroppt. Okay, mach mal die Hand. Na, da war ich jetzt zu schnell. Trash Collector, pick up 500 pieces of trash. Jetzt habe ich gedacht, da wäre ein Fenster drin, aber ist egal. Dann war das Fenster da. So, Fenster. Zum Glück muss ich da keine Schrauben rausmachen bei dem Abriss. War hier noch ein Fenster? Jawohl. Fenster ist raus, Fenster ist raus. Da war kein Fenster. Dann haben wir hier noch mal eine Tür. Kein Fenster, kein Fenster. Okay. Ich muss die wegtun. Das irgendwie triggert es mich doch. Ich habe jetzt gedacht, ich halte es aus. Aber es geht nicht. Kennt ihr das, ja? Wenn ihr euch was vornehmt und dann könnt ihr es doch nicht machen. Ja, irgendwie triggert mich das, wenn ich jetzt halt hier die Müllbeutel rumliegen sehe. Denke ich mir, ob ich die jetzt halt vertrage oder später. Es dürfte eigentlich egal sein. Kann ich dich wegklopfen, weil du bist nämlich wirklich voll im Weg. Nee, ich muss tatsächlich erst das obere Stockwerk. So. Wo ist denn da überhaupt das Treppenhaus? Wie komme ich da hoch? Fliegen kann ich ja nicht. Ah. Oh. Okay, aber das ist ja jetzt nicht wirklich. Ne? Geht da irgendwo eine Treppe rauf? Oder sagt bloß, ich muss mir eine Leiter kaufen? Naja, gut. Dann kaufen wir uns halt einmal eine Leiter hier beim Baumarkt. Online-Geschäft. Baumarkt. Light. Nein. Stu. Für Stufen. Okay. Hallo, liebes Spiel, das geht alles von meiner Zeit ab. Ja, okay, für 2.500 kaufe ich jetzt nicht einfach Stufen. Ah, hier. Okay, Baustelle, gerade Baustelle. Ich meine, das ist ja Investition für länger, ne? Breite Treppe. Ich kaufe die. Oh nein, ich kann das nicht hierher liefern, oder was? Ernsthaft? Boah, jetzt habe ich gedacht, habe ich das im Online-Geschäft jetzt gemacht? Und ich kann das nur ins Büro liefern. Ja. Okay, kann ich mir irgendwas, geh raus da. Kann ich mit dem Auto vielleicht näher ranfahren? Oh, es fängt wieder zu hüpfen an, das Auto. Dass ich vielleicht aufs Auto draufsteig und dann. Ich probiere das einfach. Ganz ehrlich, jetzt halt zurückfahren. Nee, das hat jetzt nicht so geklappt. Ich brauche halt ein bisschen Anlauf auch. So, Achtung und.
Yay, gut. Das heißt, ich gehe jetzt halt hier nicht mehr runter, bis hier oben nicht alles weggerissen und so weiter. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich die Treppe finden. Aber ich denke, es ist schon. Yay, direkt runter, cool. Ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn ich jetzt zuerst alles zerlege, ob dann der Müll einfach halt runterfällt oder ob der dann in der Luft rumglitscht. Weil ich könnte ja auch sagen, okay, wir hauen jetzt erst einmal alle Wände und Decken und so weiter weg. Und der Müll fällt ja dann nach unten. Na, nimm's halt. Ach so. Dann sagt es doch gleich. Ich schaue immer nicht auf die Skala, wo sich das füllt. Ich habe nur den Müll im Blick, dass ich möglichst zackig das hier machen kann. So, ich fange schon das Schwitzen an. Na gut, das liegt wahrscheinlich an den 30 Grad, die wir heute haben. So, leer. Okay, voll. Wunderbar. Da hängt zum Beispiel Müll in der Luft, ne? Na gut, ich denke mal, dass wir hier beim nächsten Mal weitermachen werden. Weil ich glaube, es ist doch mal ganz interessant, jetzt halt hier so ein eingeschossiges Haus abzureißen, weil das ist ja einfach auch zeitaufwendig. Aber ansonsten hätte ich gesagt, dass ich sowas auch einmal alleine mache. Weil wir brauchen einfach Geld auch für den Strom. Also wir müssen ja den Generator kaufen oder was weiß ich, was wir da kaufen müssen, um dann endlich in der Firma Strom zu haben. Jawohl. Ups, nicht runterfallen. Ich komme zwar wieder irgendwie rauf, aber ich bin froh, wenn ich jetzt hier oben bin. Na gut. Würde ich sagen, wir machen da beim nächsten Mal weiter. Kann ich da springen? Yay. Ja, wir machen da beim nächsten Mal weiter. Ich werde nur noch den Müll ein bisschen zusammenräumen und vielleicht mal den ersten Schrank oder sowas zerlegen und einfach runterschmeißen und vielleicht nochmal die erste Mauer abreißen. Und den Rest machen wir dann alles zusammen. So, von daher sage ich vielen herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.